Wer mehr über dieses Produkt erfahren will, bleibt dran. Nach dem Intro gibt es mehr Informationen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wollen wir mal hier Grillparty, Partybrot, Käse, Zwiebel probieren. Ich habe das Ganze von Penny. Es hat gekostet 1,69. Jo, was gibt's noch zu sagen? Gucken wir uns erstmal die Zutatenliste an. Ich hoffe mal, ihr könnt es wieder lesen. Wenn, müsst ihr euch das Video mal kurz für anhalten. So. Und hier ist die Nährwerttabelle. Auch dazu müsst ihr euch das Video dann mal kurz anhalten, wer mehr Informationen haben möchte. Wie gesagt, durchschnittliche Nährwerte. Das Brot hat von 100 Gramm haben 305 Kilokalorien. Das sind also bei den 300 Gramm Brot stolze 915 Kilokalorien, also was schon eine komplette Mahlzeit quasi darstellt. Das Ganze wird gemacht im Backofen bei Ober- und Unterhitze 220 Grad und es wird aufgebacken für 6 bis 8 Minuten im vorgeheizten Backofen. Gut, das werden wir dann Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen 8400 Kilojoule oder 2000 Kilokalorien. Gut, bei mir waren es, bei mir hatten sie knapp 3000 Kilokalorien gehabt. Also wie gesagt, hier sind ja, naja, fehlt nicht viel, 85 Kilokalorien fehlen für 1000 Kilokalorien. Also das ist dann schon eine sehr, sehr gute Mahlzeit. Sollte man also dann wahrscheinlich doch nicht allzu viel von essen. Das ist auch mehr so als Beilage denn auch gedacht für eine Grillparty. Aber ich habe mir gedacht, okay, nimmst du mal mit, test es mal. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen was zum Grillen als Beilage. Wer weiß. Gut, ich werde das jetzt hier im Backofen backen und wir sehen uns dann danach wieder, wenn es frisch auf dem Teller ist. Also bleibt dran, seid gespannt, bis gleich. So, die 6 Minuten sind rum. Das Brot hier ist aus dem Ofen. Es duftet herrlich. Man riecht also schon diesen Zwiebelgeruch. Der ist schon extrem. Jetzt werden wir das Ganze hier mal aufschneiden. Mmh. Es ist sehr, sehr knusprig außen. So sieht es von innen aus. Und jetzt werden wir das mal probieren. Ups. Hm? Es schmeckt wie ein geröstetes Brot. Einen leichten Zwiebelgeschmack, aber vom Käse kann ich leider nicht allzu viel schmecken. Es hat ein leichtes Röstaroma, dieses Brot.
Wie gesagt, schmeckt so in der Art, geht in Richtung geröstetes Toastbrot mit so einem Zwiebelgeschmack. Ist nicht gerade der schlechteste Geschmack. Und jetzt will ich noch mal eine so eine Scheibe probieren hier, weil ich esse liebend gern diese von Gut und Günstig. Das ist so eine Streichbutter, die ist gesalzen und ich finde, die passt hier wirklich drauf auf dem Stück Brot. Und da werde ich jetzt mal hier das mit dem Stück, ja, Streichbutter. Es ist also mit feiner Butter und reinen Rapsöl. Das ist also so eine extra Streichbutter. Die kann man im Kühlschrank haben und ist trotzdem nicht denn hart wie eine Butter, wenn man sie aus dem Kühlschrank nimmt, sondern bleibt streichzart. Ja, und mit dieser Butter, mit dieser Streichbutter, bekommt dieses Brot hier nochmal einen extra Touch. Schmeckt nochmal extra, noch einen Tuck besser. Also, ich finde, für 1,69 sollte man das ruhig mal mitnehmen. Es hat jetzt nicht wirklich diesen Käsegeschmack, den ich mir ein bisschen erhofft hatte. Aber man schmeckt die Zwiebeln raus. Und das Brot, das hat so eine, ja, so einen Geschmack. Es schmeckt quasi wie ein geröstetes Toastbrot. Also eigentlich genau das Richtige zum Grillen. Und von daher ist das eine super Beilage, wenn man grillt und sich dieses Brot dazu holt, kann ich jedem wirklich nur empfehlen. Ja, und wie sollte es anders sein? Wie immer, ihr kennt es ja eigentlich schon nicht anders. Tja, 5 Sterne von mir für dieses vorzügliche Brot. Es schmeckt wirklich prima. Ich kann es jedem nur mal empfehlen. Holt es euch auch mal. Gut, das war es aber jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ihr könnt es gerne teilen. Ihr könnt es auch gerne liken. Ihr könnt es auch disliken. Könnt ihr alles machen. Habe ich absolut nichts dagegen. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.